Das OTSC-Neo-System-Set ist ein Instrument für die flexible Endoskopie zur Behandlung von Läsionen im Gastrointestinaltrakt. Es gibt drei verschiedene Versionen des OTSC-Neo-Clip. Typ A mit stumpfen Zähnen, Typ T mit spitzen Zähnen und Typ GC mit längeren spitzen Zähnen, speziell für die Behandlung von Perforationen und Läsionen im Magen. Die Clips sind auf passende OTSC-Neo-Applikationskappen aufgespannt. Die Kappen sind in den Systemgrößen 11, 12 und 14 erhältlich. Alle drei Größen gibt es jeweils mit einer Kappentiefe von 3 oder 6 mm. Die Auswahl des passenden Cliptyps und der passenden Systemgröße erfolgt durch den Anwender und richtet sich nach den Erfordernissen des jeweiligen Eingriffs. In den meisten gastrointestinalen Blutungssituationen kann das Gewebe mobilisiert und einfach durch endoskopisches Ansaugen sicher in die Applikationskappe gezogen werden. Sobald sich das Zielgewebe in der Kappe befindet, kann der Clip über dem eingefangenen Gewebe ausgelöst und an der Blutungsstelle appliziert werden. Bei fibrotischem oder hartem Gewebe kann der OTSC-Anker hilfreich sein, um das Zielgewebe präzise zur Kappenöffnung auszurichten und während der Clip-Auslösung zu fixieren. Der Anker kann sowohl bei einer Kappentiefe von 3 als auch von 6 mm eingesetzt werden. Dafür wird zunächst die Applikationsstelle für den Clip mit der Applikationskappe anvisiert. Dann wird die Instrumentenspitze auf die Gewebestelle aufgesetzt, die gegriffen werden soll. Die Ankernadeln werden distal aus der Spiralschlitzhülse herausgeschoben und spreizen sich im Gewebe auf. Die Einstichtiefe der Ankernadeln ist so ausgelegt, dass das Risiko einer Perforation minimiert wird. Um die Gewebespannung zu minimieren, wird das Endoskop entlang des Instruments vorgeschoben. Nach der Mobilisierung des Gewebes in der Kappe kann der Clip appliziert werden. Dabei ist es wichtig, sicherzustellen, dass das Gewebe weit genug in die Applikationskappe eingezogen wird. Nach dem erfolgreichen Absetzen des Clips wird der Anker eingefahren und löst sich aus dem Gewebe. Danach kann er aus dem Arbeitskanal entfernt und die Applikationsstelle inspiziert werden.